Hallo Freunde, willkommen zurück zu Warhammer. Ja, die Runde ist immer noch nicht zu Ende. Es erwarten uns noch eine Handvoll Kämpfe. Nicht, dass wir davon in der letzten Zeit nicht schon genug hätten, aber ich weiß doch, wie blutrünstig ihr seid. Okay, wenn alles nach Plan läuft, besiegen wir in dieser Runde noch 3 Skaven-Armeen. Könnten auch 4 werden. Mal gucken. Jetzt erstmal Malekith und Angriff hier. Angeblich 50-50. Vielleicht leichte Vorteile auf unserer Seite. Aber da wir Malekith haben, wissen wir, dass das nicht die ganze Geschichte ist. Gut, Magie sagt, wir warten auf jeden Fall ab. Verstärkung sagt, kommt von unserer Seite und von hinter den Ratten. Schönes offenes Schlachtfeld. Da können wir unsere Kriegsmaschinen mal wieder benutzen. Ich habe das Gefühl, wir haben seit Urzeiten keine Kriegsmaschinen mehr benutzt. So, warten wir erstmal ab, auf dass wir hier auf 15 kommen oder so. Oder 10. Naja, wenigstens ist es zweistellig geworden. Aber ich darf mich nicht beschweren. Wir hatten schon mehr als genug Glück bei der Sache. So, bauen wir mal wieder ein paar Gruppen hier. Okay. Ich glaube, ich habe einen ziemlichen... Ich will jetzt nicht sagen Astlochplan, aber... Doch. Malekith wird über die rechte Flanke nach vorne fliegen und die Verstärkungsarmee aufhalten. Das wird an der Tischkante mit viel Magie und bösen Blicken passieren. Dazu dann vielleicht noch ein bisschen Lockung der Bleichen Königin, dass die nicht ausweichen können und solche Geschichten. Das wird bestimmt lustig. Während Malekiths Armee die Geschichte hier aufraucht und dann nachrückt, und dann ist natürlich noch unsere Verstärkung dabei und dann wird das relativ lustig. So jedenfalls mein Plan. Okay. Das heißt, einmal schwarze Garde. Die machen wir mal hierher. Armbrustschützen können wir so ein bisschen dahinter stellen. Und unsere Kriegsmaschinen stellen wir in einem Winkel an die Seite hier. Einfach, weil ich damit rechne, dass diese Armee relativ schnell aufgeraucht wird. Und dann hat die Armee noch einen relativ weiten Weg dahin. So viel mal zu der Geschichte. Jupp, das ist der Plan. Kleinratten mit Schilden, die sind mir egal. Wir gehen erstmal auf Fernkämpfer. So, einmal ganz kurz Stopp. Malekith sofort nach vorne. Und die Drachen machen wir mal daher. Und das wäre dann auch schon das Gröbste, würde ich sagen. Wir können mal gucken. Ah, überzaubern kann ich mir nicht leisten. So was Blödes. So, dann schauen wir mal, was sich nicht bewegt und was ein bisschen Schaden kriegt. Das war ganz schlecht. Todeswind Kugelgrenadiere, da können wir noch ein bisschen Schaden machen. Malekith. Klar.
Läuft. So, Fähigkeiten werden gleich wieder ein paar verfügbar. Vielleicht kriegen wir es tatsächlich hin diesmal, dass wir Schaden machen damit. Okay, wird Zeit, dass wir unsere Verstärkungstruppen endlich mal bewegen. Die hatten jetzt genug Freizeit. Kein Grund, noch lange rumzuhängen. So, ihr kommt in eine übliche Gruppe hier. Und euch packen wir in Gruppe 3. Außerdem dürft ihr euch auch ein bisschen bewegen. Ist hier nicht so. Zwar Gruppe 3 erst. Das war ganz schlecht. Ihr solltet in Gruppe 2. Sorry dafür. So, Gruppe 2. Einmal dahinter, damit wir es ordentlich haben gegen die ganzen Ratten. Das machen wir mal hier hin. Und euch stellen wir hier hin. Und hier nochmal ein paar Hexen. Hauptgrund dafür, die haben hier nur wenig Fernkämpfer, da werden wir dann mit den Drachen draufgehen auf die Warpflammenwerfer und dann machen die Hexen hier drüben ihr Massaker-Ding. Das kriegen wir hin. Außerdem stellen wir denen noch ein paar Henker an die Seite und dann ist die Armee auf jeden Fall bedient. So, ich hatte gesagt, die Drachen, schauen wir hier rüber. Malekith und eine Zauberin. Diese Zauberin kann helfen, Malekiths Magie ein bisschen aufzufüllen. So, Mali hat noch ein bisschen Spaß hier mit den Skaven, das ist gut so. Das hier hinten sollten wir vielleicht beenden. So, und einmal ganz kurz. Wir sind derzeit... Okay, die sind noch auf dem Weg. Dann... gibt es zweimal richtig Feuer unter dem Hintern der Rattenoger. Drachenoger wäre ein bisschen fies hier. So, kriegen wir die Kriegsmaschinen. Das freut mich. Bisschen Magie brauchen wir noch, dann können wir Seelenräuber einsetzen. Das sieht doch gar nicht so blöd aus. Das machst du auch sehr, sehr gut, Mali. Wirklich. Beweg dich, da haben wir es jetzt eilig. Dem Ding hat gerade die letzte Stunde geschlagen. Dann eben so. Carnage!
Okay, das würde ich sagen, war die Schlacht gegen die Skaven. Läuft. Und wir haben hier drüben eigentlich fast nichts machen müssen. Bis die durch den Wald gekommen sind, war die Sache woanders entschieden. Hier haben wir richtig viel ausgeschalten. Ich hoffe, dass die Armee wirklich ausgelöscht ist. Diese hier ist marschiert. Die sollte ausgelöscht sein, obwohl noch relativ viel übrig war. Das war, wenn alles klappt, eine ziemlich gute Schlacht. Und das sieht fast so aus, als hätte es geklappt. Die sind ebenfalls marschiert. Da würde ich sagen, das spielen wir kurz, weil die Drachen relativ stark angeschlagen sind und ich auch keine Lust habe, die Artillerie zu verlieren. Ihr wisst, wie die KI drauf ist, aber es sollte eine ziemlich schnelle Schlacht sein. Gut, wir halten die Magiepunkte so, wie sie sind. Das ist okay. Einmal ganz kurz die Gruppen zusammensetzen. Soweit ich das auf dem Ladebildschirm gesehen habe, hatten die Skaven nur wenige Fernkämpfer. Ich glaube, da waren nur zwei Plänklertruppen dabei. Ich habe eine ganz blöde Idee. Yep. So lassen wir das. Plan bei der Geschichte ist, Malekith fliegt nach vorne, zieht die Aufmerksamkeit auf sich und die Artillerie schießt die Skaven einfach in Grund und Boden. Und dann geht es nur noch darum, möglichst viele Truppen nacheinander auszuschalten. Wow, stopp, Mädels, falscher Knopf. So, machen wir hier mal ein paar Sachen an. Bisschen Fernkampf hier drüben. So sieht's aus. Nicht, dass das wirklich wichtig wäre, aber... So, der Drache ist immer noch im Nahkampf. Ich würde aber den Drachenatem ganz gerne nochmal einsetzen. Na, was soll's. Dann halt kein Drachenatem. Futsch ist futsch. Die Armee ist marschiert, die sollte also weg sein. Natürlich ist er das. Ich habe euch gleich gesagt, als Naggerhund gefallen ist, wenn Malekith hier zurückkommt, dann wird das Blutbad unter den Ratten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die hier oben Glück haben, dass sie nicht ganz in Reichweite sind. Aber es scheint zu klappen. Kriegen wir also doch noch die vierte Armee. Sehr, sehr gut. Ja, und die ist auch marschiert. Das heißt, sobald diese Schlacht vorbei ist, sollte diese Armee ebenfalls fehlen. Gucken wir mal, ob Malekith auch das noch gewinnen kann für uns.
Gut, da sind wir. Die Karte ist eigentlich eine meiner Lieblingskarten, weil ich häufig Fernkampfarmeen spiele. Nur die Aufstellungszone ist falsch rum. Ich bin lieber auf der Seite, aber das ist okay. Auf der Seite hier hat man effektiv... Ja, man hat mit Artillerie genug Reichweite, um diese Engpässe zu erreichen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist das ganze Waldgedöns. Und auch dieser Wald hier, dieser kleine. Das blockiert die meisten Schüsse der Artillerie und das gibt einfach ein kleines Problem. Okay, weisen wir mal Gruppen zu. Diesmal bevorzugt die richtigen, sonst komme ich wieder total durcheinander mit den Hexen und der Artillerie. Soweit, so gut. Okay, ich habe gesehen, die Skaven haben 3 Stücke Artillerie dabei und 4 Trupps Fernkämpfer, hauptsächlich Gossenläufer mit Giftattacken. Das heißt für uns, wir müssen ein bisschen aufpassen, wo wir mit den Hexen hingehen und wann wir die einsetzen und so weiter. Ich würde vorschlagen, dass wir die Hexen zunächst mal in den Wald stellen. Da sind die einigermaßen verborgen, haben gute Deckung und sind trotzdem in Schlagreichweite, um hier runter angreifen zu können. Unsere Artillerie verleiht einem Gefecht eine gewisse Würde und ist eigentlich ganz gut aufgehoben hier drüben. Hintergrund ist der, wir schützen unsere Artillerie vor Beschuss, der aus der Richtung kommt. Davon wird es nicht viel sein. Aber wir haben immer noch die Reichweite, um hier ein bisschen was anzurichten. Schießen also hier durch. So viel jedenfalls zum Plan. Da die Skaven offensichtlich hier größtenteils auftauchen, werde ich die Hexen mal lieber hier herstellen. Dann machen unsere beiden Drachen ein kleines Flankenmanöver. Mal gucken, ob die hiermit fertig werden. Wobei helle Sturmraten mit Hellebarden. Mit den angeschlagenen Drachen, ich glaube nicht. Aber Drachen atmen da rein. Das wäre eine tolle Sache. Außerdem stehen die relativ weit weg vom Rand der Aufstellungszone. Also gehe ich davon aus, dass die ganzen getarnten Fernkämpfer vorne dran stehen. Macht in gewisser Weise auch Sinn. Die sind sehr schnell. Die Gossenläufer. Ich glaube, die haben mehr Bewegungsfähigkeit als normale Ratten. Die bleiben nicht da, keine Sorge. Ich will nur schauen, dass wir unsere Armbrustschützen erstmal hier aufstellen und die laufen dann ein Stück nach vorne. Um hier drüben ein bisschen Beschuss zu geben. Und dann werden wir unsere schwarze Garde dahinter brauchen, um hier ebenfalls eine Schlachtlinie zu bilden. Malekith ist mit hier dabei. Wir haben Lockung der Bleichen Königin, um den Engpass zuzustellen. Und dann habe ich vor, möglichst mit dem Mahlstromzauber hier viel Schaden anzurichten bei Ratten, die nicht ausweichen können. Engstellen ausnutzen und so ein Zeug. Okay. Ich hoffe, dass das so klappt. Sturmratten mit Hellebarden. Ich überlege gerade, die Hexen hier rüber zu schicken. Das wäre eigentlich eine Option. Ein bisschen Sorgen macht mir auch die ganze Artillerie bei den Skaven. Wir wissen, dass das wirklich böses Zeug ist. Und im Moment weiß ich noch nicht so richtig, womit wir das aufhalten. Die Drachen alleine können nicht die Kriegsmaschinen aufhalten und diese Flanke hier. Ich glaube, das schreit irgendwie nach einem Einsatz der Hexen. Einfach in der Hoffnung, dass das hinhaut. Das wird eine ziemlich blutige Schlacht, fürchte ich. The Witch King. Gut, das mal zum Start der Schlacht. Und ich würde sagen, hierher, die Artillerie stellt bitte um auf Salvenfeuer. Die Ratten haben wenig Rüstung, das sollte hinhauen.
So, das Problem mit den Hexen sind weniger die Sturmratten, sondern vielmehr der Warpflammenwerfer und eventuelle Fernkämpfer, die noch hier vorne sind. Also schicken wir mal die Drachen und Malekith mal möglichst nach vorne. Okay. We are ready. Onward. Dann schauen wir mal, dass wir das gebacken kriegen. Der Start ist etwas gemütlicher. Das ist okay. Das ist hier drüben jetzt viel mehr Zeug, als mir lieb ist. Okay, machen wir mal kurz ein bisschen langsamer. Erstens Drache. Wir brauchen hier definitiv ein bisschen Fernkampf. So, was macht unsere Artillerie? Bist du in Reichweite? Bist du nicht? Das kriegen wir aber damit hin. Und dann sollte unsere Schlachtreihe langsam mal in Position gehen. Sonst wird es hässlich gegen diese hier. So, Malekith. Oh, Moment, du hast noch nicht. Was soll's? So, das sollten die Hexen eigentlich packen. Die Drachen binden die Fernkämpfer, damit die Hexen nicht zu große Verluste durch ihre Nacktheit erleiden. Malekith braucht dringend noch ein bisschen mehr Mana. Ich möchte Seelenräuber einsetzen. Das kostet leider. Sollte jetzt aber hinhauen. Das läuft. Das läuft. Beide Drachen aufschwingen, bitte. Die Hexen verfolgen das. Das sollte hinhauen. Also diese Grube da geht mir, was die Kamera angeht, gewaltig auf die Ketten. So, Magika auffüllen. Und zwar sofort. Wie sieht's hier unten aus? Rein mit euch. Das sieht gar nicht so schlecht aus, wie ich befürchtet hatte. Das läuft. Da sind die Hexen fertig. Und die Skaven auch. Und da die marschiert sind, war es das dann wohl mit denen. Da wurde einiges an Fellmaterial ziemlich übel durchgekaut. Klar, die Artillerie hat mal wieder den Großteil des Skavenschadens gemacht. Aber das war zu erwarten. Der Nachteil ist, ich komme nur schlecht an die Artillerie ran. Da stehen
entweder wahnsinnig viele Skaven davor, die das verhindern und die sich gerne opfern. Okay, ob das gerne ist, weiß ich nicht, aber der Kommandant möchte seine Leute lieber opfern als die Artillerie. Und ja, das ist nicht so einfach. Jetzt die Standardeinheiten gegen Artillerie ist leichte Kavallerie. Die ist schnell, die kann flankieren, die kann außen rumgehen und in den Rücken fallen. Das funktioniert auch nur bedingt. Wenn Drachen das nicht erreichen, dann kommt die leichte Kavallerie auch nicht wirklich hin. Dementsprechend, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich die Artillerie zuverlässiger und schneller ausschalten kann. Ich habe es mal mit Malekith probiert. Malekith war fleißig, keine Frage. Hexen waren auch fleißig. Lyriker war auch ganz gut dabei. Unsere Drachen, der eine mehr, der andere weniger. Unsere Armbrustschützen, das sieht zwar wenig aus, aber wenn man die alle mal zusammennimmt, dann haben die unheimlich viel gerissen in der Schlacht. Die Artillerie war okay, hätte mehr sein können, aber ich glaube, die habe ich ein bisschen vernachlässigt gegen Ende. Gut, den Norden haben wir damit ein bisschen gerettet. Ich weiß nicht, wie ein Elfendiener aus einer Skavenarmee rauskommt. Vielleicht haben die den vorher versklavt, ich habe keine Ahnung. Ja, Sache ist die, der Norden ist erstmal sicher vor Skaven. Bleiben nur noch zwei Skavenarmeen hier. Hakgräf und Tempel des Kain. Ich gehe davon aus, dass die Skaven wieder Richtung Naggarond gehen. Das ist schließlich ihr Ziel, das Ritual zu unterbrechen. Knappe Niederlage. Verdammt. Entscheidende Niederlage. Verdammt. Entscheidende Siege. Yay. Fies. Aber das war zahlenmäßig so übel, da konnten wir nicht viel machen. Gut, als nächstes sollten wir mal gucken, wie unsere Armeen einigermaßen wieder aufgebaut werden. Die Armee, da fehlen zwei Truppen. Zum Glück haben wir die Todeshexe dabei, die die Truppen relativ schnell wieder auf die Beine kriegt. Zwei Runden und die sind wieder fit. Die Armee hat keine echten Verluste, bräuchte aber mal ein, zwei Runden Pause, damit Lyriker die Leute wieder zusammenflicken kann. Gerade der ein oder andere Drache hat ein bisschen was auf die Mütze gekriegt. Wir marschieren mit Malekith Richtung Naggarond. Lord of Fear, I shall not rest. My journey begins. Das hat zwei Gründe. Erstens, wir haben jetzt relativ viel Abstand zwischen uns und die Skaven gebracht. Die sind schnell, keine Frage, aber um uns zu erreichen, also ich glaube, die Armee schafft es gar nicht. Das ist einfach zu weit für eine normale Bewegung. Wenn die marschieren, können sie nicht mehr gegen uns kämpfen. Und hier glaube ich auch nicht, dass es reicht. Und selbst wenn, sind beide Armeen zusammen. Und beide Armeen zusammen, Malekith und wer auch immer der andere Anführer ist, Kainitenarmee und so weiter, sollte hiermit fertig werden, auch wenn das eine echt garstige Armee ist. Jede Menge Sturmratten, Todeswindkugeln, Artillerie, Höllengrubenbrut. Alles, was ich hasse an den Skaven, ist in der Armee. Juhu. So, Arche braucht ein bisschen. Morati hat durchs Zuschauen und Anfeuern genug gelernt, um nochmal eine Stufe aufzusteigen. So lobe ich mir das. So, erste Zauberin wollten wir, glaube ich, mitnehmen, um letztendlich zu vom Bösen gesegnet zu kommen. Aha. Aha, extra Ränge. Tolle Sache. Chance auf Kontrollverlust. Nehmen wir mal das mit. Weitere Zauberin will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt rekrutieren. Wir haben schon eine Menge. Und extra Erfahrung bringt uns nur was, wenn wir die wirklich rekrutieren. Gut. Ich glaube, dann haben wir die neunte Runde. Also neunte Runde in Anführungszeichen. Neun Runden vor Schluss. Haben wir tatsächlich ganz gut geschafft. Malekith stinksauer wegen Naggarond. Und lässt das natürlich an den Skaven aus. So muss das. Und einfach damit wir es gemacht haben, ich will jetzt nicht die vierte Episode in der Runde verbringen, beenden wir noch die Runde. Lothar ist viel stärker als wir inzwischen. Damit war aber eigentlich zu rechnen. Gehen wir davon aus, dass die eher noch gegen... die Echsen kämpfen. Was treiben die? Okay, ja, toll, wollt's Amboss kaputt machen. Wuhu.
9er Garnison hat keine Chance gegen eine Lothan-Armee. Malekith in einem Hinterhalt gegen infiziert Kratznagnarbe. Und Blitzschlag. So viel zu unserer Verstärkung. Ich würde sagen, da schauen wir dann in der nächsten Episode, wie sich Malekith in dem Hinterhalt schlägt. Ich glaube, das könnte richtig fies werden. Ich gehe davon aus, dass das nämlich die Armee aus dem Süden ist, die richtig garstig war. Sehen wir dann. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haltet euch steif. Ciao, Freunde.